Der Burgi ist alles okay. Also wenn ich morgen tot bin, dann weiß ich, was liegt. Ja, ich lasse meine Hände heute ausnahmsweise in den Taschen, weil die Kälte heute ist wirklich klirrend. Es ist furchtbar. Ja, es ist Winter und der Dodo wollte uns eigentlich das beste Winterauto organisieren. Wir haben gesprochen von einem GR Yaris, Audi RS3 und was ist das jetzt, Dodo? Das ist der Nissan Qashqai. Und falls Sie sich wundern, ja, wir hatten den schon mal in Test, aber damals als reinen Frauentriebler in der Basis sozusagen mit 140 PS. Hat damals so 27.000 Euro gekostet. Das Baby hier ist wesentlich teurer. Ja, dieses kostet 48.800 und ist die Vollfettstufe. Das ist der Nissan Qashqai mit 158 PS, Automatik und Allradantrieb. In der Top-Ausstattung Tecna Plus. Ja, und wie sich das fährt, das schauen wir uns jetzt an. Ja, heute haben wir uns einen wunderbaren Tag ausgesucht. Es ist so angenehm, dass ich heute mal mit der Winterjacke im Auto unterwegs bin, weil ich dermaßen durchgefroren bin. Ja, das letzte Mal, als wir den Nissan Qashqai hatten, war es deutlich wärmer. Das war vor 5 oder 6 Monaten, Dodo. Ja. Aber da hatten wir nur den Frontkratzer mit Handschalter und 140 PS. Richtig, heute sind wir in der Vollfettstufe unterwegs. Der Allrad ist auch neu, den gibt es jetzt noch nicht lange. Der ist erst später dazugekommen. Und was nächstes Jahr dazu kommt, ist dann noch eine Elektrovariante. E-Power nennt sich die. E-Power. Das ist ein 190 PS Elektromotor, der von einem Benziner als Generator gespeist wird. Ja, sowas Ähnliches kennen wir von Honda. Mal sehen, was Nissan da rausbringt. Richtig, und das ist nämlich dann die stärkste Variante, aber momentan ist der hier noch der stärkste. Der 1,3 Liter Vierzylinder Turbobenziner mit 158 PS, 270 Newtonmeter Drehmoment. Die hat er aber nur, wenn man ihn mit diesem Automatikgetriebe nimmt. Ja, und auch den Allradantrieb, den gibt es nur in Verbindung mit dem CVT-Getriebe. X-Tronic nennt das Nissan. Allerdings, die haben dieses Getriebe hier überarbeitet. Das hat jetzt ein elektronisches Doppelölpumpensystem. Ein CVT-Getriebe schaltet er in dem Sinn nicht. Sie haben ihm allerdings Schaltstufen eingebaut und deswegen haben wir hier auch Pedals dahinter. Das funktioniert irrsinnig gut. Ich habe ja diese Dinger eigentlich gehasst immer, ehrlich gesagt. Allerdings beim Anfahren ruckt es manchmal so ein bisschen. Das hat mich dann gewundert. Es gibt auch für die anderen Varianten einen Handschalter und der hat eben lustigerweise 10 Newtonmeter weniger Drehmoment als die Automatik-Variante. Apropos, du hast erwähnt die Stärke, der Wagen hier ist nominell jetzt noch der stärkste Nissan Qashqai. Ja. Aber er ist nicht der schnellste. Er ist nicht der schnellste, 198 ist die Spitzengeschwindigkeit. Genau. Und von 0 auf 100 jetzt auch eher gemächlich, 9,9 Sekunden. Ja genau, 9,9 Sekunden sind es und damit ist er der zweitlangsamste Nissan Qashqai, lustigerweise. Tatsächlich? Ja, sind nur die Frontkratzer schneller? Ja genau, die sind schneller und es ist nur der 140 PSige mit dem 6er Handschalter, der ist ein bisschen langsamer. Ja. Tatsächlich. Wir haben uns ja heute wirklich wieder mal das schönste Wetter ausgesucht. Nebel und Kälte, schöner geht's ja nicht. Naja gut. Der Dodo kommt gerade frisch aus Kalifornien, man sieht es an seiner tiefen Bräune. Er war auf der LA Motor Show, 14 Tage in der Halle. 14 Tage in der Halle, ja, war sehr schön. Ich habe übrigens dort den neuen Porsche Cayman GT4 RS mir anschauen dürfen, ein wunderbares Auto. Entschuldigung, zurück zum Nissan Qashqai. Ich drücke jetzt einmal kurz aufs Gas und schau mal, wie sich diese 160 PS anfühlt. Ich halte lieber mal die Kamera fest. Nicht wirklich unglaublich spektakulär, muss man sagen. Es ist ausreichend. Aber auch das CVT, man merkt schon, es braucht mal ein bisschen, bis es dann zurückschaltet, unter Anführungszeichen.
bevor dann der Schub einsetzt, ordentlich, aber nicht spektakulär, wirklich schneller als diese 9,9 Sekunden würde ich ihm jetzt auch nicht zutrauen. Aber wir sind praktisch da jetzt ohne Schlupf losgefahren, obwohl ein bisschen Schnee liegt und das liegt an unserem neuen Allradsystem. Genau, sie haben jetzt eine Direktkupplung eingebaut. Und angeblich reagiert dieses Allradsystem jetzt 5-mal so schnell. Innerhalb von 0,2 Sekunden reagiert es und kann aber auch maximal 50% der Leistung an die hinteren Räder leiten. Sobald es schlupft, registriert, wird die Kraft nach hinten geleitet. Und wie viel mehr wiegt eigentlich unser Allrad, Aschke? Gar nicht so wenig, Dodo. 165 Kilogramm mehr. Ah. Das ist schon ordentlich. Da könnte man sich noch zwei korpulente Leute reinsetzen. Das ist wirklich ordentlich mehr. Dazu muss man sagen, dass der Kaschke insgesamt deutlich leichter geworden ist. Ist ja um 60 Kilo leichter als der Vorgänger. Genau, ja. Sie haben auch viel Aluminium verbaut, Motorhaube, Türen, Kotflügel. Und ein bisschen ausgeglichen wird diese Gewichtsersparnis des neuen Kaschke durch den Mild-Hybrid, der auch in unserer Allrad-Variante an Bord ist, haben wir noch gar nicht erwähnt. Richtig, das ist ein 12 Volt Mild-Hybrid. Damit kann sich der Motor unter 18 km/h abschalten. Wenn man gleichzeitig auf der Bremse ist. Genau. Der nützt die gewonnene Energie, um die Bordsysteme aufrechtzuerhalten, um das Ding besser zu starten aus dem Start-Stopp-System. Aber nachdem der auch eine Batterie dann implementiert, heißt das 22 Kilo mehr. Richtig, aber eigentlich sehr wenig, 22 Kilo mehr für den Mild-Hybrid ist schon in Ordnung. Und bietet eben einen unfassbaren Boost. Für 20 Sekunden lang haben wir dann 6 Newtonmeter mehr. Kann man darüber streiten, ob das tatsächlich die 22 Kilo Mehrgewicht aufwiegt? Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber macht das Auto insgesamt ein bisschen sparsamer, aber der Allradler verbraucht schon mehr als der Fronttriebler. Ja, einen halben Liter braucht er mehr, also 7 Liter geben sie an. Wenn wir vom Allrad sprechen, dann muss man auch gleich dazu sagen, der knabbert auch ein bisschen am Kofferraum. Ja, aber wirklich nur minimal. Ich glaube 25 Liter knabbert er weg. 504 Liter haben wir normalerweise und jetzt haben wir 479, richtig? Genau, richtig. Also 25 Liter knabbert er weg. Wenn es Nissan jetzt nicht angegeben hätte, hätte ich den Unterschied nicht gemerkt, um ehrlich zu sein. Der ist schon sehr gering. Warum es der Dodo auch nicht gemerkt hat, ist, weil er einen doppelten Ladeboden hat. Und der ist ziemlich praktisch, den kann man so aufrecht aufstellen. Habe ich das richtig gesehen? Absolut richtig, absolut richtig. Nein, insgesamt ist es noch immer ein recht praktisches Auto mit knappen 500 Liter. Kofferraum ist groß. Hinten kann man absolut vernünftig sitzen, auch als Erwachsener ist auch kein Problem. Nachdem wir einen kleineren Kofferraum haben, Dodo, ein bisschen kleiner als beim Frontkratzer, können wir dafür ein bisschen mehr dranhängen. Dieser Front hier kann 1,8 Tonnen schleppen, wenn der Anhänger gebremst ist. Ja. Und das ist schon ordentlich mehr als der Einsteiger. Das ist man so in Zeiten des Elektroautos gar nicht mehr gewöhnt, dass ein Auto so viel ziehen kann. 1800 Kilo ist schon beachtlich. Genau, und ungebremst sind es noch immer 750 Kilo. Das sind 25 Kilo mehr als der 158 PS mit Automatik ohne Allrad schafft. Vielleicht generell noch ein bisschen zu den Abmessungen des Kaschke. 4,43 Meter ist der Kaschke jetzt lang. Das sind 35 mm länger als der Vorgänger. Radstand hat auch zugelegt um 19 mm, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, richtig. Das haben wir aber schon im letzten Video gesagt. Ja, dass Sie selbstverständlich hier sehen können. Wir machen das jetzt wie ein gewisser Matt Watson hier. Ja, genau. Oder hier. Hier. Sie können es hier sehen. Was wir vorhin vergessen haben, wir haben sogar gesagt, wie viel er mehr wiegt. Aber ich glaube, wir haben vergessen, das Gesamtgewicht zu sagen. Mit Fahrer sind es 1640 Kilo. Für ein Allrad-SUV dieser Größe noch immer recht ordentlich, finde ich. Also ein Schwergewicht ist er nicht. Dodo, der Allradantrieb hat ja eigentlich noch einen Vorteil. Fahrwerksmäßig tut sich auch was. Ja, richtig. Der Allradler hat nicht immer eine Mehrlenker-Hinterachse. Wenn man den Fronttriebler nimmt, dann kriegt man die kurioserweise nur, wenn man 20 Zoll Räder bestellt. Den Grund kenne ich nicht. Du ja, wahrscheinlich auch nicht. Ich auch nicht. Ich kann mich nur erinnern, als wir den normalen Kaschke gefahren sind mit der Verbundlenker-Hinterachse, das war schon ganz okay. Die hier soll besser sein, weniger Wankbewegungen und so weiter. Ja, und Nissan verspricht auch einen höheren Komfort, sogar auf schlechtem Untergrund. Soll ich ehrlich sein, ich kann es jetzt nicht wirklich fühlen. Also so kleine Stöße kommen durchaus durch, auch bei dieser Mehrlenker-Hinterachse. Das stimmt. Und jetzt einen großen Unterschied kann ich auch nicht mehr ausmachen zum Verbundlenker, ehrlich gesagt. Das Fahrwerk ist nicht schlecht. Also mir gefällt das eigentlich ganz gut. So kleine Stöße zucken halt so durch. Aber im Prinzip ist die Abstimmung gelungen. Das finde ich jetzt auch. Was weniger gelungen ist, ist meiner Meinung nach die Lenkung. Und ich glaube, das ist ein Stichwort. Ich lasse dich jetzt mal ans Lenkrad.
Also Dodo, soll ich gleich mal in den Offroad-Modus schalten oder in den Schneemodus? Ah ja, wir haben hier 5 Fahrmodi und die steuern auch die Verteilung des Drehmoments an die Hinterachse. Und außerdem wird die Schaltung entsprechend angepasst. Eco-Modus, logischerweise niedrige Drehzahl, versucht eher als Fronttriebler unterwegs zu sein. Bei Offroad und Schnee ist der Allradantrieb immer zumindest zu einem Teil aktiv. Und Sportmodus haben wir übrigens auch. Was hier gleich mal auffällt, hinterm Lenkrad, man kennt sich schnell aus, schönes, großes 9 Zoll Display, das ist Teil unserer Tecna Plus Ausstattung. Sind wir schon beim Innenraum? Nein, ich wollte nur kurz sagen, wie wohl ich mich hier fühle. Erstens wegen der Sitzheizung und Lordosenstütze, die gehört auch zu dieser Ausstattung. Sitzheizung und vor allem die Lenkradheizung. Lenkradheizung schalte ich mir auch ein. Und man findet sich recht schnell zurecht, es ist schön aufgeräumt hier. Es gibt ein paar Tasten noch für die Grundmenüs und da eben den Drehregler für die Autofahrmodi. Und da die Klimasteuerung hier weniger aufgeräumt ist allerdings, das da finde ich. Und da muss man doch durchscrollen und das Navi finde ich jetzt auch nicht so sexy, ehrlich gesagt. Ja, man muss ehrlich sagen, ich finde es jetzt nicht das modernste Infotainment, auch jetzt von der grafischen Gestaltung her wirkt es ein bisschen altbacken teilweise. Ich finde es aber nicht unübersichtlich und es hat schon Apple CarPlay, Android Auto. Wir haben ja auch einen Wi-Fi-Hotspot an Bord, mit dem man bis zu 7 Geräte mit dem Internet verbinden kann. Moment, wir haben hier doch nur einen 5-Sitzer, Dodo, oder? Interessantes Argument. Also ja, falls jemand mehrere Handys hat, kann man sogar das machen. Aber jetzt haben wir hier mal ein kleines bisschen Landstraße. Ich sage jetzt mal, unserem Kamerafahrzeug soll ein bisschen Tempo machen. Wernsch, drück mal ein bisschen auf die Tube. Der wird ja gleich ein bisschen lauter, oder? Und der simuliert wirklich so Schallstufen, du hast schon recht, ja. Kann ja auch mit den Pedals ein bisschen schalten. Oh, das fühlt sich gleich viel sportlicher an. Allerdings, die Lenkung, besonders viel Feedback gibt sie nicht. Sie ist jetzt direkter als die Vorgängerlenkung. Sie hat jetzt eine Lenkübersetzung von 14,7:1. Früher waren es 19:1, was überhaupt so ein bisschen Lastwagen ist. Aber ich finde sie noch immer nicht besonders direkt. Vor allem um die Mittellage, finde ich, wirkt sie relativ indirekt. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass die so viel direkter sein soll vom Lenk. Verhältnis her. Sie wirkt jetzt nicht wie die direkteste Lenkung und sie gibt jetzt nicht besonders viel Rückmeldung. Also ich finde es sogar besonders wenig, um ehrlich zu sein. Ja, das stimmt. Ich sag's mal so hart, ich finde sie wirklich relativ gefühllos. Auch verglichen zum Beispiel mit dem Audi Q4 e-tron, mit dem wir vor kurzem unterwegs waren, der hat jetzt zum Beispiel eine wesentlich bessere Lenkung. Also, dass dieselbe Firma einen Nissan GT-R oder einen Nissan Z rausbringt, möchte man kaum glauben. Aber fahrdynamisch würde ich jetzt mal sagen, ist die Lenkung die größte Schwachstelle. Das CVT lustigerweise weniger, das funktioniert eigentlich ganz gut so in der Praxis. Der Antrieb, finde ich, ist halt für ein 160 PS Auto jetzt auch nicht spektakulär. Der Antrieb ist nicht spektakulär und du hast recht, das CVT-Getriebe gönnt sich manchmal so ein bisschen eine Denkpause. Ja, und vor allem eben auch beim Anfahren gönnt sie sich so eine kleine Denkpause und fährt dann wirklich so ein kleines bisschen ruckelig an plötzlich. Mhm. Allerdings, das gibt es auch bei DSG getrieben. Ja, wissen. Selbstverständlich. Ja, ja, ja. Dodo, der Preisunterschied vom Einsteiger Nissan Qashqai, der kostet 27.000 und ein bisschen was, zu unserem Allradler hier, der ist ja doch 11.000 Euro. Das schlägt sich nicht nur in der Motorleistung und in der Automatik und im Allradantrieb nieder, sondern auch in der Ausstattung. Dodo, ja, oder? Richtig. Der Allradler ist erst ab der 3. von 5 Ausstattungslinien erhältlich, in der sogenannten N-Connector-Ausstattung. Und die ist dann eh schon ganz gut bestückt, muss man sagen. Wir haben zum Beispiel eben schon dieses 9 Zoll Infotainment an Bord. Wir haben auch schon Teilledersitze in N-Connector. Außerdem haben wir schon unser TomTom-Navi und Parksensoren auch an Bord in der N-Connector-Ausstattung. Ist also gar nicht so schlecht. Die Tecna-Ausstattung bringt dann auch ein 10,8 Zoll großes Head-Up-Display mit. Außerdem haben wir eben die Sitzheizung, die Lenkradheizung, eine elektrische Heckklappe und eine induktive Ladeschale, die lustigerweise eigentlich für moderne Smartphones fast ein Ticken zu klein ist. Also ich musste mein Handy schon richtig reinquetschen. Und unsere Tecna Plus Ausstattung hier, die bringt dann noch Vollledersitze mit, die waren sehr schön, die noch so gestepptes Leder. Sieht wirklich fein aus. Panoramaglasdach ist dann auch noch dabei. Genau, und Dodo hat sich beim Leder vorher dazu verstiegen, sogar zu sagen, da ist ja fast so viel geledert wie beim Mercedes EQS, den wir unlängst gefahren sind. Nein, ich glaube, ich war sogar ein bisschen rauer noch und ich habe gesagt, die Oberflächen greifen sich besser an als die vom EQS. Weil ich muss wirklich sagen,
das lässt schon so ein kleines bisschen Luxusgefühl aufkommen. Da ist wirklich so ziemlich alles, was in Griffnähe ist, schön beledert. Die Nähte sind auch gut. Also das fühlt sich alles ausgesprochen gut an, auch hier oben weich. Sehr angenehm. Also Materialqualität von diesem Tecna Plus Nissan Qashqai hoch. Naja, die Verarbeitung schaut eigentlich soweit auch ganz gut aus. Das Ding wird übrigens in England gebaut, in Sunderland. Ja, und Nissan hat sogar geschafft, Fensterheber einzubauen. Fensterheber mit One-Touch-Automatik in alle vier Fenster einzubauen. Das ist toll, das gab es auch nicht immer. Noch ein kleines interessantes Detail. Der Preis des Qashqai scheint in den letzten zwei Monaten schon wieder angezogen zu haben, weil unser Testauto hier wurde jetzt noch mit einem Listenpreis von 47.200 Euro geschickt, wobei da schon eine 1.300 Euro teure Lackierung dabei ist, dieses sehr schöne Blau. Aber Burgi hat heute gerade noch in den Konfigurator geschaut und der ist ihm schon wieder teurer geworden, yes, erstaunlicherweise. Ja, das sind die neuen Preise ab Dezember, Dodo. Das Auto ist seit seinem Erscheinen im Sommer um ca. 1.000 Euro teurer geworden. Krass, und jetzt bei dieser Vollausstattung hier schon fast 50.000 Euro. Für einen Qashqai schon ein gewaltiger Betrag, muss man auch sagen. Aber bevor wir jetzt unsere Süßspeise essen, geben wir noch einmal Gas, Sportmodus. Sportmodus. Ja? Und drück auf die Tour. Ja, die 158 PS, die werden erst bei 5500 Umdrehungen frei. Jawohl, ein bisschen Schneefahrbahn. Perfekt, perfekt, oder? Baue ich mich hier gleich ein. Ja, der Allrad kostet eben 2.000 Euro Aufpreis. Ich finde, in Österreich macht das schon durchaus Sinn. Ich würde es mir wahrscheinlich gönnen. Einziger Nachteil ist halt, du bist automatisch an eine hohe Ausstattungslinie und automatisch an die Automatik gebunden. Wobei das CVT-Getriebe finde ich gut. Man kann auch richtig was damit schleppen. Und jawohl, der Allradantrieb, das macht schon Sinn in Österreich. Ich würde gerne sehen, wie den Allrad verwendet. Jawohl, perfektes Allradwetter heute. Das so ist ein Glück. 4x4 Drehmomentverteilung, oder? Na dann drück mal drauf und schauen, was passiert. 50% hinten. Ja, mehr geht halt nicht. Mehr geht nicht. Also es fühlt sich schon noch immer großartig an wie ein Fronttriebler, aber tatsächlich hier jetzt bei unserem leichten Schneefall haben wir keinerlei Traktionsprobleme. Das funktioniert wirklich pipi fein. Jetzt habe ich in den Snow-Modus geschalten und das sieht man schön. Da ist der Allradantrieb immer zumindest teilaktiv. Und wie gesagt, ich finde, der Allrad ist seinen Aufpreis absolut wert. Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht zur Tecna Plus Ausstattung greifen. Die 10.000 Euro Aufpreis auf N-Connector wäre es mir jetzt wahrscheinlich nicht wert, um ehrlich zu sein. Ja, richtig. Und insofern um 38.000 und ein bisschen was ist das wirklich ein fairer Preis, finde ich. Dodo. Nach dem dürfen wir nicht mehr Auto fahren, das sind Buntsterne. Frohe Weihnachten, mein Freund. Oh, danke vielmals. So, ich nehme da gleich mal zwei. Ich habe nämlich heute noch nichts zu Mittag gegessen. Diesmal muss ich die Keks wenigstens nicht vom Boden aufglauben. Ja, ist der Nissan Qashqai mit 158 PS in der Allrad-Variante ein Genuss für diese Sterne hier? Ja, ich würde schon sagen, Dodo, weil für das Geld, die 39.500, kriegt man wirklich viel Auto. Man kriegt ein relativ starkes Allradauto mit doch recht viel Platz und wirklich guter Ausstattung schon. Ich finde auch, in der N-Connector-Variante ist das wirklich ein attraktives Angebot. Tecna Plus würde ich nicht unbedingt brauchen. Der kratzt ja dann doch schon an den 50.000 Euro, das wäre mir zu viel. Aber nichtsdestotrotz ein gelungenes Gesamtpaket, was mich so ein bisschen stört, rein fahrdynamisch, ist das nicht das spaßigste SUV, muss man ehrlicherweise sagen. Die Lenkung ist relativ indirekt, auch ein bisschen gefühllos. Und die 160 PS kauft man ihm auch nur mit ein bisschen gutem Willen ab. Ja, alles in allem ein komfortabler Wagen. Vielleicht nicht der sportlichste, wie der Dodo schon gesagt hat. Und das Winterauto gar nicht so schlecht. Hast du nicht den GR Yaris oder den Audi RS3 mitbringen müssen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ach ja, eine Wertung sollten wir noch abgeben. Ich gebe dem Allrad Qashqai die gleiche Wertung wie dem normalen Qashqai. Ähnliche Schwächen, ähnliche Stärken. 4,5 Sterne. Ja, von mir auch 4,5 Sterne. Dann esse ich noch die Hälfte der Dodo. Da haben wir die 4,5 Sterne. Ist ein gutes Auto eben für gutes Geld. In diesem Sinne. Steigen wir wieder ein, bevor wir erfrieren, oder? Richtig. Auf Instagram gibt es uns übrigens auch unter cars.n.keks. Und bei für alle erfrieren, bis zum nächsten Mal und frohe Feiertage.